Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 24. März 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen wieder. Natürlich hilft das für Neuanfang, Klarheit zu bekommen, was sollen wir starten in unserem Leben. Für einen Neuanfang hilft, da mehr Klarheit zu bekommen. Unser Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage. Natürlich, Planet Erde vermittelt Materie. Und auch Sicherheit, Stabilität, ein fester Boden unter unseren Füßen. Und das erreichen wir durch dieses Luftelement, was die Tierkreiszeichen Waage vermittelt, die Leichtigkeit oder durch unsere Kreativität oder in Liebe, Partnerschaft. Unser Planet Erde bekommt einen Einfluss von Stern Zaniach. Diesem Stern Zaniach vermittelt, dass wir sollen etwas in Ordnung bringen, und noch etwas vermittelt diesem Stern die Gerechtigkeit. Und hier handelt es sich um die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Das heißt, wir haben keinen strafenden Gott, sondern es gibt ein Gesetz, Ursache und Wirkung. Alles, was wir in Ursache setzen, kehrt immer auf uns zurück. Also achten wir auf unsere Taten, weil das kann unserem Karma belasten. Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich im Grenzbereich zwischen Tierkreiszeichen Zwillinge und Tierkreiszeichen Krebs. Mond bekommt auch einen Einfluss von Polarstern. Dieser Stern, dieser Polarstern oder Nordpol, dient auch zum Orientierung. Also wir brauchen Orientierung gerade. Welche Richtung sollen wir gehen? Zu diesem Polarstern gibt auch eine Geschichte. Bei diesem Nordpol oder Polarstern befindet sich im kleinen Bär oder kleinen Wagen. Die Geschichte dazu ist, es gab einmal eine wunderschöne Frau Callisto. Und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Callisto. Callisto wurde schwanger und gebar einen Sohn Arkas. Das Problem war aber, dass Zeus war verheiratet mit Hera. Und Hera wurde eifersüchtig und verwandelte Callisto an einen großen Bär und vertreibte im Wald. Der Sohn Arkas wurde größer und ging auf dem Jagd im Wald und begegnete mit seiner eigenen Mutter, mit diesem großen Bär. Callisto erkannte Arkas, Callisto erkannte ihr Sohn und wollte umarmen. Aber Arkas wusste nicht, dass diesem großen Bär seine Mutter ist und wollte den großen Bär töten. Zum Glück kam Zeus und rettete die beiden, und so wurden die beiden im Himmel gesetzt. Auch das große Bär oder große Wagen und auch die kleinen Bär, den kleinen Wagen, die Mutter Bär und ihr Sohn Arkas. Und es ist sichtbar im Himmel, und genau in diesem Bereich befindet sich die Polarstern. Und dieser Polarstern von Arkas, von diesem kleinen Bär, bestrahlt unsere Mondbewegung im heutigen Tag. Also dient zum Orientierung. Nicht nur der Polarstern hat einen Einfluss auf die heutige Mondbewegung, sondern den Sternbild Orion. Orion ist der himmlische Jäger und belehrt uns auf etwas Wichtiges. Orion meint, er kann jagen, und da hat er Macht und kann alle Tiere töten.
Aber die Skorpion hatte das nicht zugelassen und Skorpion tötete Orion. Und diese Geschichte erzählt, dass wir nicht denken sollen, dass wir alles bekommen können im Leben, alles, was wir wünschen, so wie Orion meinte auch, nur weil er der himmlische Jäger ist, kann alle Tiere haben, alle Tiere töten. Na, da hat die Skorpion aber eine Lektion erteilt. Und das heißt auch, wenn die Tierkreiszeichen Orion in Osthorizont aufgeht, dann geht die Tierkreiszeichen Skorpion im Westhorizont unten. Also Orion ist kein Tierkreiszeichen, sondern Sternbild. Also wenn Orion aufsteigt in Osthorizont, dann geht die Skorpion nach unten, aber umgekehrt auch. Wenn die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont aufsteht, dann geht Orion nach unten, damit die beiden nie begegnen. Und das ist die Geschichte dazu und das belangt uns, dass manchmal müssen wir mal nachgeben oder uns bewusst zu sein, wir können nicht immer alles haben, was wir wünschen. Und das sind die Einflüsse von Sternen. Was noch wichtig ist zum Erwähnen, dass der Planet Mars nimmt die Helligkeit zu, also wird kräftiger, sichtbarer, dieser rote Planet Mars. Und das ist die männliche Energie. Das heißt, die männliche Kraft, die männliche Energie nimmt zu oder die Männer werden gerade wahrgenommen. Was noch wichtig ist bei der jetzigen Bewegung, dass der Kleinplanet Vesta wechselt sich und übergeht von Tierkreiszeichen bzw. Sternbild, übergeht von Sternbild Schlangenträger auf die Tierkreiszeichen Schütze. Das heißt, dieser Kleinplanet oder Asteroid bewegt sich jetzt in Tierkreiszeichen Schütze. Und diese Vesta wurde bei Römer verehrt, die Göttin, die Herd und Heim. Und dieser Schutz, Schutz das Heim, Schutz die Familie, haben gerade durch diesen Einfluss die Schützen geborenen. Und wie wirkt es auf den einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen wieder in Osthorizont auf. Sie machen sich sichtbar, sie werden wahrgenommen oder sie haben diese Bedürfnis, etwas ins Licht zu bringen oder mal hinter den Kulissen schauen, Klarheit bekommen und auch mehr orientieren. Sie bringen etwas ins Tageslicht. Merkur ist rückläufig in Tierkreiszeichen wieder. Das trifft natürlich in erster Linie die Wiedergeborenen. Und das kann natürlich bedeuten, dass die Gespräche etwas zurückhaltend sind oder bremst etwas bei Gesprächen, bei Kommunikation, bei den Terminen. Aber eine Rückläufigkeit bedeutet noch etwas Vergangenheit. Kontakte mit jemand von Vergangenheit und diese Sehnsüchte haben auch die Wiedergeborenen und diese Sehnsüchte haben auch die Steinbockgeborenen. Was die Wiedergeborenen auch lernen, besonders im Bereich Liebe, Partnerschaft, etwas loslassen, etwas verabschieden, entweder eine alte Beziehung verabschieden oder diese Erinnerungen loslassen, besonders wenn es um verletzte Gefühle geht und loslassen die Ängste und Zweifel. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist ein wichtiges Thema, die Werte und Wertschätzung, etwas in Besitz zu nehmen, um die Finanzen kümmern und auch das eigene Selbstwertgefühl und auch Wertschätzung anderer gegenüber oder verlangen diese Wertschätzung von anderen. Aber es geht nicht nur um Werten, sondern sie haben die Möglichkeit, mit jemandem begegnen oder ihm die Liebepartnerschaft leben. Weil da nähert sich etwas, das wird auch befestigt und diese Sicherheit, Stabilität brauchen die Stiergeborenen.
Es kommt auch etwas im Fluss in die kommenden Tagen. Das heißt, bewegt sich etwas bei den Stiergeborenen. Und wenn wir bei Finanzen sind, da kommt auch etwas im Fluss. Bei Verträgen aber achten bei diesem rückläufigen Merkur, dass es genau überprüfen, nicht dass zum Verlust geht oder etwas festgehalten wird. Also nicht unbedingt gerade einen Vertrag unterschreiben, was mit Finanzen was zu tun hat. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen verspüren die Leichtigkeit und sie haben Glück in die Liebepartnerschaft. Bei Kommunikation ist gut möglich, dass jemand meldet sich von Vergangenheit. Kleinere Veränderungen sind möglich bei den Zwillingsgeborenen oder ein Besuch bei Nachbarschaft oder bei Verwandten oder kommt jemand zum Besuch. Das ist auch möglich bei den Zwillingsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen kümmern um das eigene Zuhause. Entweder kommt ein Frühlingsputz oder verändern sie etwas zu Hause oder eine neue Einrichtung oder Renovierung. Aber bei vielen Krebsgeborenen ist auch ein Umzug möglich. Was wichtig ist bei den Krebsgeborenen, dass sie damit bewusst sind, was sollen sie verändern, loslassen, was sollen sie zum Ende bringen. In die Liebe, Partnerschaft fühlen sich die Krebsgeborenen etwas unsicher. Was die Gespräche betrifft, ist möglich, dass momentan die Gespräche zu Missverständnissen führen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen bewegt sich die aufsteigende Mondknoten und das hat eine große Bedeutung. Hier handelt es sich um Karma, neue karmische Lernaufgaben, einen Bereich, ein Neuanfang. Ein Bereich, wo sich die Löwengeborenen sich noch nicht auskennen, aber bekommen neue Erkenntnisse. Das kann auch die Berufung sein oder die Liebe, Partnerschaft. Oder karmischen Verbindungen, karmischen Erinnerungen. Und das setzen sie die Löwengeborenen im Tat um. In der Liebepartnerschaft haben die Löwengeborenen Chancen, Möglichkeiten. Und hier ist auch möglich, dass jemand meldet sich von Vergangenheit. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen brauchen Sicherheit, Stabilität und Ordnung, nicht nur beruflich, sondern auch im Privaten, in Liebepartnerschaft. Sie verspüren eine gewisse Unsicherheit, aber in den kommenden Tagen kommt die Bestätigung, kommt auch alles im Fluss und sie können das in Ordnung bringen. Die Tierkreiszeichen Waagengeborenen spiegelt etwas im Leben. Und das sind die Gespräche, aber nicht nur warten, bis diese Nachricht kommt, sondern darum kümmern, selbst kümmern, die Kontakte suchen. Und liebe Partnerschaft ist genauso, nicht nur warten, bis da etwas passiert oder die anderen Gefühle zeigt, sondern einen Schritt auf anderen zuzugehen, weil so kommt es in Harmonie, so kommt es im Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen sollen nichts übertreiben gerade, sonst verlieren sie die Kraft, die innere Ruhe, die inneren Kraft. In den kommenden Tagen kommt aber etwas in Bewegung. In die Liebe, Partnerschaft fühlen sie die Skorpiongeborenen etwas unsicher. Bei den Gesprächen sind auch Missverständnisse. Also wichtig ist, danach zu fragen. Hier ist auch möglich, dass jemand sich meldet in die Vergangenheit, aber dann sollen die Skorpiongeborenen genau zuhören, was möchte die andere, weil es kann passieren, dass durch Gespräche Unklarheiten kommen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen, hier bewegt sich dieser Kleinplanet Vesta, die Göttin, die Heim und Göttin, die Herd oder Feuer. Und das bedeutet ein Schutz für die Schützengeborenen, was die Heim, das eigene Zuhause betrifft. Aber nicht nur da haben die Schützengeborenen diesen Schutz, sondern sie haben auch Glück in die Liebe, Partnerschaft und bei den Gesprächen auch. Und bei dieser Rückläufigkeit des Merkurs ist möglich, dass jemand von der Vergangenheit meldet, aber die Verbindung ist schön und angenehm.
Bei Tierkreiszeichen Steinbock geboren sind Herausforderungen gerade und auch viel Lernaufgabe. Auf die Wünsche achten, auf die Träume, das als Ziel setzen, das zu verwirklichen. Jetzt kommen auch die Sehnsüchte. Sehnsüchte, was die Vergangenheit betrifft. Man wünscht den Kontakt mit jemandem von Vergangenheit. Und das ist auch eine Herausforderung gerade, etwas loslassen, beenden. Und auch die Ängste kommen. Und das betrifft natürlich das Gefühlszustand momentan bei den Schützen, bei den Steinbock-Geborenen. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen war die Leichtigkeit da. Die könnten auch ihre Ideen umsetzen und auch Glück mit Gesprächen, auch Glück in die Liebe, Partnerschaft. In den kommenden Tagen werden die Wassermann-Geborenen etwas unsicher fühlen. Bei den Tierkreiszeichen Fischen geborenen ist wichtig, auf die Intuition achten. Sie haben auch eine Heilenergie und es ist in den kommenden Tagen spürbar. Und sie werden auch dieses Vertrauen bekommen, das Fluss des Lebens zu vertrauen. Oder haben sie intensivere Träume oder sie sollen intuitiv handeln und auch eine Heilenergie ist auch spürbar. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Wenn Sie noch Fragen haben, dazu empfehle ich die Blitzberatungen. Es sind nicht nur zum Fragen zu beantworten, sondern bestimmte Termine beschreiben. Und es geht schriftlich. Sie schreiben mir E-Mail, stellen Sie Ihren Fragen oder teilen Sie Ihren Termin mit, dass ich danach schauen kann, was ist zu erwarten. Und meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Mein Honorar beträgt pro Frage oder pro Termin 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.